Am Ende war er Kaiser Karl. Über viele Jahrzehnte hat der aus Hamburg stammende Designer Karl Lagerfeld der Modewelt seinen Stempel aufgedrückt. Mit Talent, Disziplin und auch mit ätzendem Spott durchaus. Mit seinen gefürchteten wie beliebten und geliebten Bonmots Karlismen genannt. Vielleicht hätte ihn auch das zu einem Karlismus verleitet, was es nun in New York zu erleben gibt. Das Kostüminstitut des Metropolitan Museums widmet dem 2019 verstorbenen Designer eine Ausstellung. Und passend dazu stand auch die diesjährige Spendenveranstaltung des Instituts, die legendäre Met Gala, gestern Abend, ganz im Zeichen von Kaiser Karl. Aus New York, Marion Schmickler. Die Party ist fast vorbei, da erscheint sie. Rihanna, gehüllt in eine Wolke von cremefarbenen Kamelien. Die Met Gala, ein Modefest in Schwarz-Weiß. Ganz nach dem Motto des Abends zu Ehren von Karl. Jeremy Pope braucht 5 Leute, die seine fast 10 Meter lange Schleppe richten. Als Anna Wintour mich anrief, habe ich sofort zugesagt. Es ist eine große Ehre für mich, weil ich Karl so sehr geliebt habe. Lagerfelds geliebte Choupette. Ihr Agent lässt wissen, sie bleibe lieber daheim in Paris. Und dennoch stiehlt sie allen die Show. Mal als Kuscheltier, mal als Kunstwerk streift sie über den roten Teppich. Auch die Gastgeberin, Chefin der amerikanischen Vogue, huldigt mit ihrem Outfit Karl und der legendären Katze. Karl würde es lieben, das ist Chanel mit Katzen drauf. Karl Lagerfeld, 65 Jahre war er der Modezar. Eine Ausstellung im Metropolitan Museum feiert posthum den deutschen Designer, der so gar nicht gerne zurückblickte. 150 Skizzen, Originalkleider und Kreationen, mal farbenfroh und schwungvoll, mal klassisch, schwarz-weiß. Immer extrem präzise, immer erkennbar, Lagerfeld. Ich habe oft das Gefühl, er beobachtet uns von da oben, macht sich lustig darüber, dass wir sein Lebenswerk in einem Museum ehren. Hinter dem Panzer seines Images steckte ein großes Herz. Sorry, Karl, dass ich das so sage. So sorry about this, Karl. Elegant, extravagant und kompromisslos. So präsentierte sich Karl Lagerfeld gerne. Seine direkte Art war sein Markenzeichen, auch wenn er damit oft aneckte. Er war sicherlich auch ein Provokateur. Ein Provokateur, um sozusagen Reaktionen hervorzurufen, um Dinge überspitzt herauszubringen. All das ist Teil sicherlich auch der Karl Lagerfeld-Geschichte. Die Ausstellung zeigt neben Kunstinstallationen auch persönliche Accessoires des 2019 verstorbenen Modekönigs. Ein Mann, ein Look. Unsterblich. Er hatte den unglaublichsten und witzigsten Humor, war sehr smart. Ein toller Mann, ich werde ihm für immer dankbar sein. Der Perfektionist Lagerfeld hätte bestimmt etwas zu kritteln gehabt. Aber auch wenn er es hasste, im Museum ausgestellt zu sein, klammheimlich hätte er sich sicher gefreut über so viel Verehrung.